Moin, moin, Freunde und Freundinnen. Ich hoffe, ihr seid bereit für ein gewaltiges Abenteuer, denn die Gerümpelhustler entführen euch heute in eine Welt voller fantastischer Begebenheiten und präsentieren euch alles Wissenswerte über die weltweit beliebte Serie Hunter x Hunter. Hunter x Hunter ist ein japanischer Manga des Autors und Zeichners Yoshihiro Togashi. Das kleine X zwischen den beiden Worten Hunter ist stumm und wird nicht mit ausgesprochen. Die ersten Kapitel des Manga wurden im März 1998 in der Weekly Shonen Jump veröffentlicht. Stand heute ist die Serie noch nicht abgeschlossen, da sich Togashi immer wieder kürzere oder längere Auszeiten nimmt, um seine Arbeit an Hunter x Hunter fortzusetzen. Diese Auszeiten sind vor allem chronischen Rückenschmerzen zuzuschreiben, die es Togashi teilweise unmöglich machen, längere Zeit zu sitzen und zu arbeiten. Der Mangaka betont jedoch immer wieder, dass er die Serie fertigstellen möchte, sofern es ihm möglich ist. Togashi begann im frühen Alter mit dem Zeichnen und konnte schon vor Hunter x Hunter große Erfolge erzielen. Einer seiner frühen Hits ist die Serie Yu Yu Hakusho, welche die Geschichte von Yusuke Urameshi erzählt, der erst getötet und dann wiedergeboren wird, um als Unterweltdetektiv dämonische Fälle in der Menschenwelt zu lösen. Yu Yu Hakusho konnte sich allein in Japan über 50 Millionen Mal verkaufen. Eine weitere bekannte Serie von Togashi ist Level E, ein humorvoller Science-Fiction-Manga. Yoshihiro Togashi ist liiert mit Naoko Takeuchi, der Zeichnerin von Sailor Moon. Die beiden sind seit 1999 glücklich verheiratet und Takeuchi hat ihrem Mann öfter beim Kolorieren von Hunter x Hunter geholfen. In einem kleinen Manga-Strip mit den Alter Egos von Togashi und Takeuchi erklärt der Autor, dass ihn vor allem seine eigene Sammelleidenschaft für die Geschichte von Hunter x Hunter inspiriert hat. In der Welt, die Togashi geschaffen hat, gibt es sogenannte Hunter, die spezielle Privilegien genießen und verschiedenste Aufgaben übernehmen, für die normale Menschen nicht geeignet sind. Die Hunter-Vereinigung ist eine der einflussreichsten Organisationen weltweit und in verschiedene Abteilungen mit verschiedenen Aufgaben untergliedert. Wir folgen der Reise des jungen Gon Freaks, der herausfindet, dass sein Vater Jin, der die Familie vor vielen Jahren verlassen hat, zu eben dieser Vereinigung gehört. Von nun an hat Gon kein anderes Ziel mehr vor Augen, als selbst ein Hunter zu werden und seinen Vater aufzuspüren. Doch dazu muss er erst einmal an der Hunter-Auswahlprüfung teilnehmen und sich dort schwierigen Aufgaben stellen. Während der Hunter-Prüfung lernt Gon viele verschiedene Menschen kennen, wovon drei ihn für den größten Teil der Geschichte begleiten und zu seinen Freunden werden. Da wäre zum einen Killua. Er stammt aus dem Hause der Soldiks, die als gefährlichste Attentäterfamilie der Welt gilt und hat eine dementsprechende Erziehung genossen. Seine Fertigkeiten im Kämpfen und Töten sind außergewöhnlich für sein Alter. Außerdem wäre da noch Kurapika. Sein gesamter Clan wurde von den Illusionisten, einer kriminellen Gruppierung, umgebracht, da Kurapikas Kurta-Clan die seltenen scharlachroten Augen besitzt, die bei reichen Sammlern sehr begehrt sind. Kurapika sind jetzt auf Rache für seine Familie. Und schließlich ist da noch Leorio. Er ist ein Hitzkopf und schnell aufbrausend. Doch das ist nur Fassade, denn in ihm steckt ein sehr liebenswerter Kerl, der niemals einen seiner Freunde im Stich lassen würde. Leorios eigentlicher Traum ist es, Arzt zu werden. Eine große Rolle in Hunter x Hunter spielen ebenfalls die von mir bereits erwähnten Illusionisten, wie sie im Manga genannt werden. Im Anime hingegen wird diese Ansammlung von Verbrechern auch als Phantomtruppe bezeichnet, beziehungsweise als die Spinnen, da jedes Mitglied von ihnen eine dementsprechende Tätowierung besitzt. Die Phantomtruppe besteht aus 13 Mitgliedern und die meisten von ihnen stammen aus Meteor City, einer Stadt aus Schrott und Weggeworfenen, in der nur ausgestoßene und vergessene Existenzen leben. Im Verlauf der Serie gibt es ab und an Wechsel in der Gruppe, deshalb stelle ich euch an dieser Stelle bloß die ursprünglichen Mitglieder vor. Krolo ist der Anführer der Spinnen, sein Wort hat oberste Priorität. Nobunaga erinnert an einen Samurai und verlässt sich vornehmlich auf sein Schwert. Der geheimnisvolle Phaeton agiert kaltherzig und geschickt im Kampf. Machi kann mit ihren Fähigkeiten Wunden und Verletzungen heilen. Hisoka ist so etwas wie der fünfte Hauptprotagonist der Serie und agiert stets auf eigene Faust, einer der besten Manga- und Anime-Charaktere aller Zeiten, der eigentlich umgehend sein eigenes Elf-Fakten-Video verdient. Fingst ist ein weiterer mächtiger und erfahrener Kämpfer in den Reihen der Spinnen. Shalnak konnte andere Menschen mit Hilfe seiner speziellen Techniken kontrollieren. Der an Frankensteins Monster angelehnte Franklin verschießt am liebsten Nen-Kugeln. Shizuku ist leicht vergesslich und besitzt einen Staubsauger, mit dem sie so gut wie alles einsaugen kann, außer lebendige Sachen. Pakunoda kann die Erinnerung von anderen Menschen lesen. Der ruhige Bonolenov kämpft auf grazile Weise und gehört zu einem Stamm, der einst aus der Heimat vertrieben wurde. Uvogin ist der stärkste Kämpfer der Truppe und besitzt einen eisernen Willen. Und zu guter Letzt wäre da noch Kortopi, der mit seiner Fähigkeit Objekte exakt kopieren kann, auch wenn diese nach einer gewissen Zeit wieder verschwinden. Das erste Mal, dass ich Hunter x Hunter gelesen habe, war in der guten alten Banzai, einer deutschen Zeitschrift, die sich stark an der japanischen Veröffentlichungsweise für Manga orientiert hat und wirklich Pionierarbeit auf diesem Gebiet geleistet hat. In der Banzai waren mehrere Serien, so zum Beispiel auch Naruto oder Akira Toriyamas Sandland, und in jeder Ausgabe wurden neue Kapitel veröffentlicht. Bei uns wurde der Manga nach Einstellung der Banzai vom Carlsen Verlag veröffentlicht und kommt Stand heute auf 36 Bände.
Da es jahrelang keine Neuauflage von Hunter x Hunter gab, waren einige Bände zum Teil sehr rar geworden und erzielten hohe Sammlerpreise auf dem Markt. Vor wenigen Jahren gab es dann aber glücklicherweise, jedenfalls für die, die den Manga bis dahin nicht lesen konnten, eine Neuauflage mit anderen Coverdesigns. Von Hunter x Hunter gibt es zwei verschiedene Anime-Versionen. Die erste Adaption wurde von 1999 bis 2001 produziert und kommt auf 62 Folgen, die vom Studio Nippon Animation angefertigt wurden. Im Gegensatz zu Ländern wie Frankreich, Italien oder Spanien wurde die Serie in Deutschland nicht ausgestrahlt. Die zweite und wesentlich bekanntere Anime-Version stammt vom Studio Madhouse und wurde zwischen 2011 und 2014 produziert. Die deutsche TV-Erstausstrahlung erfolgte auf ProSiebenMax und im Moment kann man die verschiedenen Staffeln auf Netflix oder Amazon schauen. Der Manga ist inzwischen schon ein bisschen weiter als der Anime, doch bisher ist nicht bekannt, ob die Arbeit am Anime noch einmal aufgenommen wird. Die komplette Story von Hunter x Hunter kann ich euch in diesem Video natürlich nicht erzählen, aber wir werfen einen ganz kurzen, spoilerfreien Blick auf die verschiedenen Abschnitte und Arcs der Serie. Für Kenner, um die Geschichte noch einmal aufzufrischen und für Neulinge, um eine kurze Zusammenfassung zu erhalten. Die Story beginnt mit der Hunter-Prüfung und danach machen sich Gon und seine Freunde auf, Killua im Heim der Soldix zu besuchen, die wahrlich keine normale Familie sind. Weiter geht es mit Kämpfen in der sogenannten Himmelsarena, wo Gon und Killua ihre Kräfte sowie ihr Portemonnaie aufbessern. Danach kommt es zu Verwicklungen mit der Mafia und der Phantomtruppe, während Kurapika an seiner Vendetta gegen die Spinnen feilt. Um Gons Vater zu finden, verschlägt es die Protagonisten später nach Greed Island, einer Insel in einem Videospiel. Danach kommt es zum Aufeinandertreffen mit einer Bedrohung, die die ganze Welt gefährden könnte und weitreichende Konsequenzen nach sich zieht. Und im aktuellsten Story-Arc machen sich unsere Freunde auf den Weg, einen unbekannten Kontinent zu entdecken, während an Bord des Schiffes ein lebensgefährlicher Wettbewerb läuft. Togashis Geschichte ist voll von Anspielungen auf Religion und Sagen. Dazu gibt es ein umfassendes englisches Video auf YouTube, das ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung verlinke und aus dem ich euch nun ein paar Beispiele aufzeigen möchte. Offensichtlich ist das zum Beispiel beim Charakter Netero, dem Vorsitzenden der Hunter-Vereinigung, dessen Erscheinungen und Nenntechniken vom buddhistischen Glauben inspiriert sind. Äußerst augenscheinlich sind die religiösen Bezüge auch bei Krollo, der eine Kreuztätowierung auf der Stirn trägt und ein St. Peterskreuz quer über seinen Mantel gedruckt hat. Auch sein Buch mit Nennfähigkeiten führt er förmlich wie eine Bibel mit sich. Die Phantomtruppe besteht aus 13 Mitgliedern, ebenfalls eine Referenz an Jesus und seine 12 Apostel. In einem späteren Arc lernen wir die Zodiac Hunter kennen, eine Gruppe von Huntern, die auf den chinesischen Sternzeichen basieren. Zudem behandelt die Serie oft klassische religiöse Themen wie Selbstopferung oder Wiedergeburt. Es gibt noch unzählige weitere Andeutungen auf Religion, Glauben oder alte Mythen in Hunter x Hunter. Wenn ihr also mehr darüber erfahren wollt, dann schaut euch doch das verlinkte Video einfach an. Eine besondere Rolle in der Welt von Hunter x Hunter spielt das sogenannte Nennen, das wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen haben. Dies ist eine Technik, die es erlaubt, die eigene Lebensenergie, die sogenannte Aura, zu nutzen und zu manipulieren. Nennennutzer können verschiedene Fähigkeiten einsetzen, je nachdem zu welchem Typ sie gehören. Dabei gibt es ein komplexes System und im Normalfall kann man nur in einer Art zum Spezialisten werden und die anderen Arten nur zum Teil erlernen. Es gibt folgende Kategorien. Wie der Name es schon andeutet, können Verstärkungstypen ihre Kampfkraft und Verteidigung erhöhen und dies auch auf Objekte übertragen. Anwender der Verwandlungsart können mit ihrer Aura eine Substanz oder ein Material nachahmen und sich so zu Nutzen machen. Sie sind dabei nicht nur auf ein Material beschränkt. Nutzer der Verkörperungsart können aus ihrer Aura Gegenstände erschaffen, die aber an gewisse natürliche Grenzen gebunden sind. Bei der Strahlungsart lässt sich die Aura vom Körper trennen. Normalerweise verschwindet Aura sehr schnell nach dem Verlassen des Körpers. Durch die Strahlungsart lässt sich der Zustand jedoch lange aufrechterhalten. Durch die Steuerungsart lassen sich andere Lebewesen oder Objekte manipulieren und kontrollieren. Die Sonderart ist eine Spezialisationstechnik, die sich in keine der anderen Kategorien richtig einordnen lässt. Nur wenige Nutzer haben die Sonderart gemeistert und so einzigartige Techniken zur Verfügung, mit denen sie zum Teil auf alle anderen Nennarten zugreifen können. Das ganze Nennsystem ist noch wesentlich umfangreicher und komplexer, doch für eine erste Übersicht sollte das ausreichen. Ich habe euch ja bereits gesagt, dass ich Hunter x Hunter damals in der Banzai entdeckt habe, zusammen mit Naruto, und beide Serien waren von Anfang an meine uneingeschränkten Favoriten in dem Heft, sodass ich diese Kapitel immer zuerst gelesen habe. Vielen Fans sind schon damals gewisse Ähnlichkeiten zwischen den beiden Werken aufgefallen. Gon und Naruto sind beide Sturköpfe, die immer ihren Willen durchsetzen wollen, was höchstwahrscheinlich von einem gewissen anderen Sturkopf inspiriert wurde und bis heute ein beliebtes Motiv für einen Hauptcharakter ist. Beide haben geheimnisvolle Freunde mit einer dunklen Vergangenheit in Killua und Sasuke und es gibt jeweils einen älteren Bruder, der die Geschicke dieser beiden manipuliert. Die Phantomtruppe und Akatsuki sind Verbrecherorganisationen, bestehend aus Ausgestoßenen und für mich so etwas wie die heimlichen Stars der jeweiligen Serien. Wer mag nicht ein paar charismatische, tiefgründige Bösewichte?
Oft wurden auch Hisoka und Orochimaru miteinander verglichen und Kurabikas scharlachrote Augen mit dem Sharingan der Uchihas. Auch Nen und Jutsus, respektive Aura und Chakra, werden einander gerne gegenübergestellt. Es gibt also unweigerlich ein paar Gemeinsamkeiten, aber Naruto und Hunter x Hunter erzählen am Ende natürlich völlig unterschiedliche und eigenständige Geschichten. Es ist auch bekannt, dass Togashi und Naruto-Schöpfer Kishimoto sehr gute Freunde sind, die sich bei ihrer Arbeit gegenseitig unterstützt und ausgetauscht haben. Besonders Kishimoto soll Togashi sehr hoch schätzen, der mit Yu Yu Hakusho schon erfolgreich war, bevor Kishimotos Karriere richtig ins Rollen kam und der sich daher bei ihm viele nützliche Ratschläge einholen konnte. An dieser Stelle bedanken wir uns vielmals bei euch fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Auf unserem Kanal gibt es viele weitere Videos und jede Woche kommen neue dazu, also vergesst nicht, den Abonnier-Button zu drücken. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von Hunter x Hunter haltet und ob ihr vielleicht einzelne Videos über Hisoka oder Killua oder alles weitere aus der Serie feiern würdet. Wer Hunter x Hunter bisher nicht kennt, dem lege ich vor allem die Manga-Version ans Herz, genauso aber den zweiten Anime. Und wenn ihr Dragon Ball, Naruto, Bleach oder One Piece mögt, dann werdet ihr auf jeden Fall auch an Hunter x Hunter Gefallen finden. Wenn ihr uns zusätzlich unterstützen möchtet, dann nutzt die Links in unserer Videobeschreibung und vergesst nicht, euch auch mal eine Pause zu gönnen. Bis zum nächsten Mal, eure Gerümpelhassler.